Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Hunter 2015. Der Werner ist schon ganz aufgeregt, weil der Werner hat wieder was vor der Flinte, glaube ich. Ich habe hier ein wunderschönes Exemplar. Auch das richtige Alter. Wenn ich das so von der Ferne entdecken kann. Alter Schwede. Problem ist nur, er schaut die ganze Zeit in meine Richtung. Ich sehe das jetzt gar nicht. Ist das. Das war, du siehst mich jetzt Ja. geradeaus, wirklich geradeaus, ganz hinter. Da ist es Ah ja, gerade ich nach sehe es. links und Oh, das rechts. ist aber ein großer einer. Weiß nicht, sollen wir uns ne annähern oder so schießen? Ich pack meine Waffe aus und wenn das Ding wegrennt, dann setze ich nochmal einen nach, hätte ich gesagt. Okay. Ah, verdammt. Ja, wir können jetzt links vielleicht eventuell, Werner, links rum. Ich renn weg. Was? Es ist weggerannt, Werner. Nein. Da ist was weggerannt. Ich weiß, aber das ist mir jetzt egal. Ich will das. Aber wir können. Ich weiß nicht. Oder was ein anderes? Weil das. Wo ist er denn jetzt hin? Oder war das ein anderes, das weggerannt ist? Weil wir waren jetzt nicht so nah dran. Das hat sich jetzt aber relativ nah angehört, muss ich sagen. Ja, und das war jetzt nicht so nah dran wie. Wie das jetzt. Kannst du mal einen Lockruf absetzen, bitte? Naja, sofort, ich möchte da noch mal kurz links gucken. So. Einmal Lockruf. Nein, keine Kamera. So. Hast du's? Moment. Moment, Werner. Walter, Walter, Walter. Ja, dann mach. Oder ist es schon weg? Moment. Hey, das sind 100.000 Bäume. Wie soll ich denn da was schießen? Moment. Wo ist es denn? Moment. Ah ja, da ist es. Oh, das ist aber jetzt ungünstig. Weißt du. Ja, ich weiß, wo es hin ist. Ich habe jetzt wieder so eine Meldung bekommen. Ach, hast du wieder? Wurdest du wieder disqualifiziert, Werner? Nee, da stand nichts von Disqualifikation. Nur da stand, du hast irgendwas Roosevelt-mäßiges geschossen, du sollst mehr in der Infobox nachgucken. Aber kann mir doch keiner sagen, dass hier das ein junges Tier war. Achso, der war schon ordentlich Also groß. das war Der schon. war. Das war schon Gerät. Hi. Blutspur irgendwo, eventuell. Alt. Das sind schon ziemlich viele Pferden. Aber keine Blutspur habe ich jetzt. Was war? Hier ist eine Spur. Blut? Nee. Also das sind unglaublich viele Pferden, aber ich sehe jetzt da keine Blutspur. Ich auch nicht. Ach komm, kann doch nicht sein. Nee. Also es war schon knapp, muss ich schon sagen. Also, aber ich bin schon der Meinung, dass ich getroffen habe. Nee. Alter, das ist ja voller Spuren, ey. Naja. Auch keine Blutspur. Kann das sein? Also das ist jetzt schon komisch. Die sind aber von unterschiedlichen Tieren auf die Spuren. Ja. Hey, hier ist ein Weg. So. Hier, Blutspur. Oder? Nee, ich stehe in Kacke. Ah. Na, der Versuch, oder? Aber das ist jetzt schon sehr, sehr seltsam. Da steht schon, wo eine Meldung, wenn man getroffen hat, oder? Ja, aber es kam. Bei mir kam eine Meldung. Ja, bei mir auch, aber ich schieß mal kurz, ob da generell eine Meldung kommt. Wirklich nur, wenn man trifft.
Ach, ist das schade. Ja, oder du hast nur das Fell irgendwie nach hinten gekämmt oder so. Habe nur das Fell nach hinten geschoben. Ja, irgendwie sowas. Aber das sind wirklich keine. Ja. Keine Blutspur. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Das ist schon, vor allem, das wäre ein richtig schönes Exemplar gewesen. Moment, ich guck nochmal. Also, das kann nicht sein. Von da hinten sind wir gekommen, auf alle Fälle. Ja. Ja, da oben sind jetzt noch Spuren. Ey, das ist so schwierig hier einzusehen, ne? Sehr, sehr seltsam. Ich laufe jetzt mal einfach ganz woanders hin. Ja, aber unten ist ja gar nichts spurentechnisch. Also ist ja wirklich. Ich habe eine Spur. Also wirklich alles oben. So schon Flug gefunden, Werner? Nee, nee. Jede Menge Code. Habt ihr den Schuss gehört, Walter? Ah, ganz schön Angst vor mir. Okay. Das Gelände macht uns das nicht gerade einfach. Ne, ich sehe jetzt da wirklich nichts. Also, ne. Aber so prinzipiell kann er das. Oder ist es da runtergelaufen? Ne, oder? Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber unten sieht man ja auch jetzt keine Spur so. Nee. Also ich sehe unten keine Spur. Wir können jetzt mal so quer laufen, weil das kann ja nicht weit weg sein. Also zumindest die Blutspur muss man ja mal finden. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, das Problem ist einfach, dass das unglaublich viele Spuren sind. Dass du nicht weißt, wo du schon warst und wo nicht. Vielleicht solltest du mit Peilsender auf dich schießen, Werner. Mit Peilsender. Dann wäre das Finden auch immer einfacher. Das wäre mal eine Idee. Ah, ich glaube, ich muss morgen ein Patent anmelden. Oh ja. Kein Tropfen Blut. Nichts. Gar nichts, Null. ne? Aber halt wirklich gar nichts. Verstehe das nicht. Ich habe eigentlich in die Region geschossen, wo ich immer hinschieße, also so in Herznähe. Aber es war auch eine ganz, ganz blöde Situation. Da waren drei, vier Bäume vor. Ich wollte dann auch noch mal drauf schießen, ich habe es aber nicht mehr geschafft, das, weil einfach ich hatte kein freies Schussfeld und dann war es schon so weit weg. Oder es ist jetzt natürlich, Oder. Ja, ich weiß nicht. Ich
guck, will noch mal kurz wohin gucken. Vielleicht kann es vielleicht sein, dass er jetzt einen Rechtsbogen dann gemacht hat und gar nicht dann da jetzt lang ist, wo wir jetzt gesucht haben. Das ist ja das, das kann ja theoretisch überall hingelaufen So, sein, ne? das ist jetzt Fährtenlesen für Profis, dann mehr oder weniger. Mal schade, dass wir keine Profis sind. Ja, das ist so. Ah, da sitzt schon wieder einer da am Schrein. Aber da ist auch keine Blutspur, also wirklich nichts. Also überhaupt keine Spur. Also ich habe hier schon Spuren. Wie weit sind wir überhaupt auseinander? 400 Meter, Walter, wo bist du Ja, hingelaufen? ich bin jetzt eigentlich vom Prinzip wieder da, wo wir vorher gestanden waren, glaube ich. Alter Schwede, was war das denn? Ist nicht zufällig Blut gefunden, oder? War so ein übelstes Geräusch gerade. Also, ich glaube jetzt einfach, der Hirsch verarscht uns. Ich glaube, der weiß ganz genau, wo wir sind. Vielleicht hat er auch so eine schussige Version aus seinem Fels gehabt. Man weiß ja nie. Ja, wenn du den triffst und es sind keine Blutspuren da, dann muss ja irgendwie was sein. Aber da hinten ist jetzt mal endlich eine Spur. Aber natürlich kein Blut. Ja. Mal gucken, was für ein Tier es war. Ah, das war aber, glaube ich, das Falsche. Ja, da ist es. Hier hat sich doch gerade was bewegt. Das kann doch nicht sein. Ey, Walter, im Ernst, das Spiel ist schlimmer wie Desi. Nur dass du jetzt im Spiel nervös bist, doch nicht ich. Oh, da oben sind jetzt wieder ziemlich viele Spuren. Das ist aber jetzt wieder schlecht, weil ich glaube nicht, dass das Tode hier jetzt beim anderen Tieren ist. Sag mal so, Walter, ne? An Spuren wirst du nicht scheitern. Aber da, wo ich jetzt bin, das sind auch schon wieder ganz schön viele. Kot oder ist das Blut? Ich sehe es nicht, aber das müsste Kot sein, so wie das jetzt dargestellt ist auf dem wunderschönen Computer. Boden über Spuren hier. Also ganz ehrlich, Ah. ich glaube, das wird jetzt nichts mehr. Ich glaube, die verarschen uns heute. Das gibt's ja. Normalerweise hatten wir zumindest eine Blutspur oder irgendwas, weißt du? Aber jetzt, wir haben ja gar nichts. Also nichts. Halt. Also wirklich nichts. Ich höre es noch von da unten. Was heißt das eigentlich, ein, zwei oder drei Punkte vom exzellenten Computer? Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, was das bedeutet, wenn die Spur ein Halbkreis ist, ein ausgefüllter. Ja. Und wenn nur ein Rand da ist von diesem Halbkreis. Also der ausgefüllte bedeutet, dass das die gleiche Spur ist. Und nur der Rand heißt, dass das eine neue Spur ist. Aber was jetzt die drei Punkte da bedeuten, das weiß ich jetzt nicht so. Ich habe jetzt vier Spuren ganz knapp nebeneinander gefunden und es sind vier verschiedene Spuren. Ja. Also dieses Mal sieht's
wahrscheinlich schlecht aus. Ja. Sind auf alle Fälle in letzter Zeit ziemlich zähe Tiere da, die da in diesem Wald sind. Also eigentlich noch keins von den letzten so richtig getroffen haben, dass sofort umgefallen ist. Naja. Komisch. Ich glaube, wir bräuchten eine stärkere Waffe, Werner. Weiß nicht, ob es daran liegt. Ja, an uns kann es ja wohl nicht liegen. Oder? Das hast du jetzt gesagt. Das ist nicht. Nee, Code. Nee. Nichts. Ja, wir werden jetzt auf alle Fälle noch ein bisschen gucken. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, ob wir erfolgreich waren oder auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.